Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich zu Füßen der Bavaria. Sie kennen doch bestimmt dieses bayerische Schlagwort Liberalitas Bavariae, wie es im Polling über dem Kirchenschiff zu lesen, nicht im Kirchenschiff, am Portal steht das um eingemeißelt. Herr Weimann, waren Sie schon mal gewesen in Polling, an der Kirche? Ja, absolut. Natürlich war ich das da. Das ist praktisch diese Liberalitas Bavariae. In Polling ist auch die Fertighausausstellung. Ja. Also wir haben uns heute hier getroffen, meine Damen und Herren, weil ein Nachbar mich gefragt hat, am Montag schon. Herr Griebel hat gesagt, was war denn da los in München? Riesengroß, wahnsinnig viel Polizei am Promenadeplatz. Dann habe ich gesagt, ja, mein lieber Nachbar, da war etwas nicht, nämlich die Münchner Sicherheitskonferenz. Und trotzdem haben sie demonstriert und Polizei war da, Herr Weimann. Sie sind vom Fernseher gesessen, oder? Ich habe das beobachtet, die 3 Stunden Sicherheitskonferenz, die natürlich Corona-bedingt nur per Videostream zu erleben war. Das wird ja nachgeholt werden im Sommer. Dann soll tatsächlich eine Sicherheitskonferenz in München stattfinden. In München? In München, ja, unter Beteiligung aller großen Kräfte und Mächte und wie bisher auch immer. Aber diesmal waren es eben nur wenige Sprecher. Das war der Biden, die Merkel und Macron und andere. Es war also recht einfach gehalten oder sehr einfach gehalten, aber inhaltlich sehr wertvoll, das muss man sagen. Bevor wir jetzt auf die Inhalte kommen, man kann es, glaube ich, als Münchner gar nicht so richtig einschätzen, wenn man sich nicht mal in der Haut von seinem Staatspräsidenten aus dem Ausland befindet. Ne? Wie ist denn das eigentlich? Zum einen ist ja praktisch Bayern für die alle sowas wie ein großes Museum. So Boci Boci, Pipifax, König Ludwig und Kerzenlüster. Also nehmen die Leute dann sowas überhaupt ernst? Oder wie spielt es dann in diesen Kontext von Staatsleuten hinein, die sich dann hier nicht bloß auf dem Parkett treffen, sondern dann in die Zimmerchen zu ihren Kollegen gehen und dann privat Gespräche führen? Also ich halte die Sicherheitskonferenz, die durch den Ex-Botschafter Ischinger ja veranstaltet wird, seit Jahren für äußerst wichtig, für äußerst wertvoll, für äußerst sinnvoll. Und ich kann die Demonstranten, die gegen die Sicherheitskonferenz sind, absolut nicht verstehen. Ich könnte mir kein Argument einfallen lassen, dass, wo ich sagen würde, ja, gut, die haben recht, haben sie natürlich nicht. Also die Sicherheitskonferenz mit Botschaftern, Regierungschefs und so weiter ist weltweit in der Politik von höchster Bedeutung. Ähnlich wie Davos, der Wirtschaftsgipfel. Genau, das ist ein ähnliches. Ne? Aber sonst gibt es ja sowas nicht, oder? Es gibt irgendwie große, was weiß ich, G7-Treffen oder G8, wo dann ein Krieg geführt wird. Ne? Wo die Leute dann zusammengefahren werden und dann, glaube ich, auseinandergenommen. Ne? Also diese G7-Treffen sind, das ja auch virtuell am selben Tag stattgefunden hat, unter Federführung der Briten. Hat ja auch das gleiche System, nur aber dann eben in Großbritannien stattgefunden, wenige Stunden vorher. Das normale G7-Treffen ist natürlich ein Treffen der stärksten westlichen Wirtschaftsnationen, unter Ausschluss inzwischen Russlands. Ja. Putin ist ja nicht mehr dabei. Und das G20-Treffen sind also die großen Wirtschaftsnationen, einschließlich Chinas, Russland, Indiens und so weiter. Auch das sind wichtige Treffen. Aber die Sicherheitskonferenz wie auch Davos erlauben einfach hinter verschlossenen Türen persönliche Kontakte zu pflegen, Gedanken auszutauschen. Und damit wird sehr viel erreicht, ohne dass wir es hier in München vor der Bavaria sitzen, unbedingt sofort spüren. Aber es gibt immer Fortschritte. Und wenn man nicht mehr miteinander redet, muss man sich nicht wundern, wenn es Krisen und Konflikte gibt. Wie ist denn das eigentlich mit so einem Staatsmann? Ich meine, Sie sind keiner, ich bin keiner, aber ist es tatsächlich so eine Person mit 2 Seiten? Zum einen der Privatmann oder die Privatfrau und zum anderen der Diplomat. Oder gibt es da mittlerweile so Leute wie Donald Trump oder Xi Jinping, die da das Ganze jetzt irgendwie zusammengeführt haben oder versucht haben, zusammenzuführen? Also das Wort Diplomatie im Zusammenhang mit Trump zu wählen, ist schon gewagt, Herr Griebel. Ja, also, es sind nach der außen, Versuch war ja da. Ne? Ja. Also nach außen hin sind die Diplomaten gefragt, aber im inneren Zirkel wird natürlich auf völlig persönlicher Ebene gesprochen. Da kann man auch Dinge ansprechen, die nicht für die Allgemeinheit gedacht sind, die ein Vortasten, ein Vorfühlen sind. Und das ist ja nun in diesen Tagen besonders wichtig, wo Biden eben eine neue Ära angekündigt hat. Es wird nach außen hin wird Politik vorgeführt, gespielt,
initiiert, aber im inneren Kreis, da werden die Kontakte hergestellt, da werden die neuen Ideen ausgetauscht, was man machen könnte, was man machen sollte, ohne dass die Presse da ist und ohne dass das wieder auseinanderdividiert wird von den Medien, zum Beispiel im Positiven und auch im Negativen. Es ist einfach so, hier werden wirklich, und das halte ich für so wichtig, persönliche Kontakte gefördert. Deswegen ist es ja so schwierig, so praktisch diese Videokonferenzen sind. Aber ein persönlicher Austausch ist sehr, sehr wichtig, unter anderem auch zum Beispiel in Brüssel. Ja, oder in München. Oder. Deshalb meine nächste Frage, was schätzen denn Sie, wo diese zweite Konferenz dann stattfindet, praktisch die Wiederholung, wird die in München stattfinden? Die wird in München stattfinden, wenn es erlaubt werden kann, wird in München stattfinden unter persönlicher Beteiligung aller Politgrößen. Man hofft natürlich, dass alle Regierungschefs kommen werden. Ob Biden persönlich kommt, weiß ich nicht, aber vielleicht die Vizepräsidentin. Aber es werden alle Europäer da sein. Kamala Harris, ja, die macht eine gute Figur. Also, naja, das hat die Pelosi auch gemacht, wie es letztes Mal da war. Ne? Richtig, natürlich, wiederum in Opposition zu Trump. Ja. Also auch die Innenpolitik einzelner Nationen wird da auch präsentiert, das Pro und Contra. Also es werden natürlich die persönlichen Besuche sehr viel fruchtbarer sein als eine Videokonferenz, das ist völlig klar. Aber es wird in München stattfinden. Klar. Ich meine, die Kinder, den Biden kennt man ja, weil er mal lang Vizepräsident unter Obama gewesen ist. Gell? Aber wenn mal so ein neuer Staatspräsidenten sind sie nicht, aber so der Leiter der Exekutive eines Landes, eine neue vorgestellt wird, den muss man einfach erleben. Richtig. Ja, da muss man erleben, da braucht man eine dritte Dimension. Das langt halt nicht, wenn man da einen Botschafter hinschickt. Ja. Ja, wenn Sie Bidens Situation angucken, der war vor über 20 Jahren bei der Sicherheitskonferenz als Senator von Delaware. Und dann war er zwei oder dreimal bei der Sicherheitskonferenz als Vizepräsident. Ja. Und vor 2 Jahren war er bei der Sicherheitskonferenz als Bürger. Er war ja nicht mehr Vizepräsident. Ach so, stimmt. Der war da, aber also als Privatier. Quasi als Privatperson höchsten Ranges. Aber das zeigt ja auch die Entwicklung der Politik, die Entwicklung der Kontakte und wie wichtig es ist, präsent zu sein. Deswegen begrüße ich diese Initiative ungemein und ich halte für sehr, sehr richtig. Und ich hoffe, dass es im Sommer persönlich klappen wird. Ja. Wie schätzen Sie seine Rede ein, was er so gesagt hat? Das war natürlich auf der einen Seite schon die Erfüllung von Hoffnungen auf der anderen Seite, aber hat er irgendwas gesagt, wo man sagen, oder wo Sie gesagt haben, holla, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht? Er war weniger kritisch, als ich befürchtet hätte, zum Beispiel dieses 2%-Ziel, das die NATO ausgerufen hatte, hat er nicht angesprochen, dass zum Beispiel Deutschland nicht dabei ist. Aber er hat einfach die Hand gereicht. Das ist mal das Allererste. Es geht ja darum, einfach jetzt wieder die Hand zu reichen und sagen, wir sind Partner und wir stehen zusammen und wir sind in der NATO und wir verteidigen Europa. Allerdings immer auch im Hintergrund zu sehen, ihr Europäer müsst auch eure eigene Verantwortung leisten. Nicht nur mit Geld, sondern auch mit politischer Aktivität, mit unter Umständen sogar Militäreinsätzen. Aber ihr müsst euren europäischen Beitrag leisten. Er hat die transatlantischen Verbindungen gestärkt mit einer einzigen Rede nach 4 Jahren Trump. Halte ich für sehr sinnvoll, sehr, sehr wertvoll. Aber für Europa insbesondere wird es kein Zuckerschlecken. Wir müssen einfach mehr international leisten. Wir können Sicht auf unsere Wirtschaften zurückziehen und hoffen, dass die Amerikaner die Kohle aus dem Feuer holt. Das wird sie nicht mehr tun. Deshalb abschließend noch die Frage, wer soll das denn in Europa machen? So Leute, die in Brüssel hocken, verstehen wir es? Also, oder die Amerikaner sehen ja doch eher, anstatt von der Leyen, nach wie vor die Frau Merkel so in einer Führungsposition. Verstehen Sie das? Und wenn die mal weg sind oder die eine weg ist, was wird dann? Wer also macht das? Frau Merkel wird irgendwann UNO-Generalsekretärin. Sie werden sich an diese Aussage erinnern, glaube ich, bin ich fest überzeugt. Das ist ja das Problem Europas, Herr Griebel. Die Amerikaner wünschen sich ein starkes Europa. Ja. Und jemand, den man da mit dem reden kann. Aber ist das möglich? Verstehen Sie das? Ist das machbar? Da sagt der Macron, okay, den Weber wollen wir nicht in Frankreich. Dann wird gekuscht, dann hauen die Haken zusammen. Dann fragt die Merkel, ja, wenn dann? Dann sagt der Ursula von der Leyen. Ja, das war ein ganz böses Schauspiel gegen den Wähler, denn wir hatten ja gewählt, das Europäische Parlament, und die Mehrheit war für den Weber. Das hat dem Macron nicht gefallen und hat das Ding gestürzt. Damit hat sich Europa nach innen hin und nach außen hin deutlich geschwächt. Also, was Biden möchte, ist ein starkes, vereintes, in möglichst wenig Stimmen sprechendes Europa, um als
Mittelmacht zwischen China und den USA, sich den Amerikanern anzuschließen, was ja die einzige Option ist. Solange wir aber uns über jeden Kleinkram in Brüssel monatelang streiten, ich will jetzt keine Details ausführen, ich denke nur an Impfstoff zum Beispiel, wird es schwierig werden. Aber wir müssen zusammenstehen, das sagt auch Biden, denn wir erkennen ja ganz deutlich an Putin, dass er Europa schwächen möchte. Also ein Herr Putin kann mit einem starken Europa überhaupt nichts anfangen. Da wäre er nämlich chancenlos. Er ist nur wirtschaftlich zur Nebenmacht geworden. Das wissen wir ja. Er ist nur militärstark, setzt es militärisch stark. Er setzt es sehr, sehr aggressiv ein, ebenso wie auch der Iran. China kann mit ganz Europa besser umgehen, weil China insgesamt erheblich stärker ist. Aber weil China wirtschaftlich so stark ist und für uns alle in Europa ein entscheidender Handelspartner ist, schwächt es natürlich die Frage, wie können wir mit Amerika gemeinsam das System der Demokratie gegen China verteidigen. Einerseits Konfliktpotenzial, andererseits große Chancen in der Wirtschaft. Und das ist ja nun Chinas Philosophie, der Staatskapitalismus. Wir pushen die Wirtschaft so gut es geht mit allen Mitteln, auch wenn sie illegal sind. Aber in Sachen Demokratie haben wir gar nichts am Hut. Und die Europäer müssen nun den Spagat erreichen, also alle Europäer letztendlich, um mit den Demokratien gemeinsam, dazu gehört Japan, dazu gehört Australien, Neuseeland, Taiwan und so weiter, mit den Demokratien der Welt einen Block zu bilden, um die demokratischen Ideale hochzuhalten. Denn da steckt unsere große Hoffnung drin und wir erleben es in Europa. Polen, Ungarn wackelt, wir sehen es von Russland ausgehend, die Problematik in der Ostukraine. Wir erleben es in Weißrussland, wo Putin sehr, sehr aktiv ist. Ich bin auch spekulativ der Ansicht, irgendwann wird Putin Weißrussland in seinen integrieren, völlig Macht, richtig. Ja, ja. Machtgebiet integrieren. Ich hab mir schon oft gedacht, für die Amerikaner war es wahrscheinlich am liebsten, wenn die sagen könnten, pass auf, wir übernehmen das mit China und ihr in Europa übernehmt das mit Russland. Nur das Problem ist halt wieder, dass China so massiv auf Europa schaut. Die wollen ja gar nicht so sehr diesen transpazifischen Handel mit Amerika ausbauen, sondern die wollen in Europa Fuß fassen. Europa, Afrika, das darf ihnen liegen, wenn das chinesisch werden darf. Also. China ist bereits in Europa sehr, sehr aktiv, sehr, sehr aktiv. Es werden große Verträge mit einzelnen EU-Mitgliedern geschlossen. Ja. Ist sehr, sehr aktiv. Ich muss mir vorstellen, der Hafen von Piräus kehrt die Chinesen. Das ist einmal, wissen Sie, das war einer der führenden Welthäfen in meiner Kindheit. Ne? Aber wissen Sie, Herr Griebel, ist chinesisch. Ich frage mich heute nach wie vor, und da stimme ich Ihnen auch zu, warum war kein europäisches Konsortium bereit, die paar Milliarden da aufzuschütten. Wir kennen ja heute die Summen, um die es überhaupt überall geht, dass da 10 Milliarden gar keine Rolle mehr spielen. Wieso fand sich keine europäische ein Firmenkonglomerat, das den Hafen von Piräus übernimmt und statt der Chinesen? Verstehe ich nicht, ist aber tatsächlich so. Und damit ist bereits die griechische Außenpolitik bereits schon wieder behindert. Weil es wurde in der EU eine Resolution zur Abstimmung gegeben, wonach die Menschenrechtsverletzungen in China verurteilt werden sollten. Da dieses einstimmig hätte geschehen müssen, kam es nicht zu dieser Resolution, weil Griechenland dagegen votiert hatte. Also deswegen ist China auch in Europa so aktiv, wie auch in Afrika, wie auch in Südamerika und anderswo. Wir müssen als Demokratie einen systemischen Wettbewerb bestehen und durchfechten, Demokratie, freie Wirtschaft, freies Leben, freie Bürger gegen das chinesische Konzept Diktatur, freie Wirtschaft, nicht freies Leben. Ja. Damen und Herren, jetzt ist das nur ein Beispiel von vielen. Wir danken mir, Herr Weimann. Wir sind am Ende von unserem kleinen Stelldichein. Wir treffen uns jetzt dann noch mit einem Menschen, Damen und Herren, der werden uns ein bisschen was über China noch erzählen, weil China ist gerade dabei, wieder im Weltmarkt diese seltenen Erden zu verknappen. Das haben sie früher nicht so kennen, weil da ihnen die World Trade Organization ein bisschen so in die Parade gegangen ist, aber mittlerweile haben die ihre Gesetze sogar geändert. Aber dazu gleich mehr. Also kleine Pause, wir werden einen kleinen Ortswechsel vollziehen und dann sehen wir uns gleich wieder. Yalla da hoodie, 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 yalla da h
Herr Kummer, ich habe es vorher schon angekündigt. Wir haben in der letzten Viertelstunde so ein bisschen über diese ausgefallene SICO gesprochen, über internationale Politik. Ich habe auch schon angedeutet, dass uns jetzt was ins Haus steht, was unmittelbar mit Ihrem Geschäft befasst ist, nämlich dass die Chinesen dabei sind, wieder mal Einfluss auf den Weltmarkt zu nehmen, und zwar an einer sehr empfindlichen Stelle. Ja, also die Gefahr besteht durchaus. Die Chinesen sind ja eigentlich Monopolist bei seltenen Erden. Und zuletzt haben sie so um das Jahr 2010, 2011 herum die Belieferung anderer Länder mit seltenen Erden verknappt. Anlass war damals auch eine Auseinandersetzung mit Japan, wo so ein Fischereizwischenfall war. Und die Japaner haben damals schwere Probleme gehabt, weil sie keine seltenen Erden mehr bekommen haben. Und es gibt Anzeichen, dass China sich auf Auseinandersetzungen mit den Amerikanern vorbereitet. Der Donald Trump hat ja da diesen Handelskrieg vom Zaun gebrochen. Und man weiß im Moment noch nicht so richtig, wie es also mit der Administration Biden-Harris da weitergeht. Aber ich glaube, die Chinesen bereiten sich systematisch darauf vor, diese Auseinandersetzung mit den Amerikanern jetzt zu führen. Wobei, ist es heute überhaupt noch möglich, dass ich ein Land so aus dem Weltmarkt herauslöse, dass ich sage, ich führe jetzt einen Handelskrieg mit den USA und treffe ich nicht automatisch dann auch alle anderen Länder, die mich oder die mit diesen Staaten dann ein Handelsabkommen haben? Ja, also grundsätzlich ist ja der Welthandel geregelt durch die World Trade Organization, die WTO. Aber die Amerikaner haben ja in den letzten Jahren unter Donald Trump die WTO handlungsunfähig gemacht, indem sie wichtige Posten nicht mehr besetzt haben. Ach, stimmt. Und China ist damals, wie die seltenen Erden so verknappt worden sind, von der WTO auch verurteilt worden. Ich glaube, 2015 war das dann. Aber da hatte sich die Situation schon wieder entspannt, weil die Chinesen gemerkt haben, so geht's nicht. Aber jetzt haben sie das auch in ihre Überlegungen einbezogen, glaube ich, weil jetzt haben sie sich gesetzlich auch abgesichert. Aus meiner Sicht wird das auch so weitergehen. Ja. Und das hat mehrere Gründe. Also ein wichtiger Grund ist zum Beispiel, wir im Bergbau, wir sehen ja, dass die Lagerstätten, die wir heute finden, einfach nicht mehr die hohen Gehalte an Metallen haben, wie vor 50 Jahren zum Beispiel. Das heißt, das, was wir finden, das wird immer schwieriger abzubauen, wird immer aufwendiger zum Aufbereiten. Und das treibt natürlich die Kosten nach oben. Das Produkt wird teurer, ist klar. Das Produkt wird teurer. Und gleichzeitig steigt auch die Nachfrage wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre sehr stark. Wissen Sie, was ich nicht verstehe? Entschuldigung, wir leben doch in einer Zeit, wo ständig über Nachhaltigkeit gesprochen wird. Die Dinge werden kleiner und kleiner. Warum brauche ich dann mehr Rohprodukt? Ja, das ist so. Also wir versuchen ja gerade von den Verbrennungsmotoren wegzukommen. Ja. Hin zu Null-Emissionsfahrzeugen, also zu Elektrofahrzeugen. Und bei den Elektrofahrzeugen brauche ich sehr viel mehr Metalle wie bei den reinen Verbrennern. Beim Verbrennungsmotor mit der Karosserie aus Stahl, da habe ich eine gute Tonne Stahl im Auto. Da habe ich dann auch den Kolben, das ist erstmal Luft. Ja. Und beim Motor, da brauche ich eine Wicklung, das ist Kupfer, oder? Ja, ein bisschen Aluminium. Genau. In den Gussteilen, im Aluguss oder ja. Auch ein bisschen Kupfer, ja. In den Wicklungen vom Anlasser. Aber beim bei den Motoren, Elektromotoren ist auch eine Wicklung, oder? Ja, in den Elektroautos, da brauche ich mindestens zwei Motoren für jede Achse ein. Ja. Oft aber auch vier Nabenmotoren, die dann an jedem Rad antreiben. Mhm. Und deshalb ist also der Metallverbrauch beim Elektroauto wesentlich höher. Ich brauche zum Beispiel in der Batterie ja mehrere hundert Kilo Batteriemetalle. Und, was, mehrere hundert Kilo? Mehrere hundert Kilo. Sind die so schwer, die Batterien? Ja, also man kann davon ausgehen, also die Wertschöpfung bei einem Elektroauto, und das hat, glaube ich, die deutsche Automobilindustrie noch nicht vollständig verstanden, auch wenn ich das mal so sagen darf. Also wenn ich ein Elektroauto baue, dann steckt ja die halbe Wertschöpfung, also der halbe Preis, in meiner Antriebsbatterie. Und wenn ich mir die Batterie anschaue, dann besteht die ja zu 90% aus Rohstoffen, also aus Metallen.
Das heißt, der Metallpreis, der macht praktisch den halben Preis meines Elektroautos aus. Ja, klar. Und da meine ich, müsste die Automobilindustrie umdenken, weil ihre Wertschöpfung wird in Zukunft maßgeblich vom Preis der Metalle beeinflusst sein, die sie in ihren Autos verbauen. Ja. Und das war bis dato nicht so gewesen. Da war der Preis des Autos, das Know-how, es zu können, zum einen. Zum zweiten dann die Marke, die war auch massiv im Preis drin. Ja. Und jetzt ist es halt so, wie Sie völlig richtig sagen, dass die Rohstoffe natürlich einen viel größeren Stellenwert einnehmen. Ne? Und teurere Rohstoffe wie Stahl. Also Kupfer, Lithium, Kobalt. Auch viele seltene Erden. Verstehe ich so, ja. Es hängt ein bisschen davon ab, ob ich mit Synchronmotoren arbeite oder mit Asynchronmotoren. Aber wenn ich Synchronmotoren verwende im Elektroauto, dann brauche ich auch sehr viele Hochleistungspermanentmagnete. Wissen, und jetzt verstehe ich auch, warum so internationale Konzerne wie Google oder Apple plötzlich anfangen, Autos zu bauen. Und Sie haben jetzt mit dem, was Sie tun, unternehmerisch vor, dass man sich von so, wie soll ich es richtig formulieren, von so einem Gutdünken einer Weltmacht wie China unabhängig macht, dadurch, dass man für die deutschen Hersteller von Elektroautos so eine Art Reserve vorhält, so ein Puffer, einen größeren, dass die daraus schöpfen können, bis sich der Markt wieder beruhigt hat. Oder? Ja, genau. Also ich gehe davon aus, wir brauchen in Zukunft in Deutschland einen Puffervorrat an kritischen Metallen. Und wie groß wird der sein? Also schon vielleicht so 100.000, 200.000 Tonnen. Wo wollen Sie denn die hin? Das ist ja nicht ein Berg, wie man es beim Kali gehabt hat oder bei Eisenerzen, Roherzen, sondern es sind ja lauter verschiedene, 15 oder wie viel hat man da insgesamt, verschiedene Metalle, die man braucht? Ja, also es gibt eine Liste der kritischen Metalle, die wird von der Deutschen Rohstoffagentur, der DERA, ja, das ist ein Teil vom Wirtschaftsministerium, immer wieder aktualisiert und veröffentlicht. Und diese 30 etwa kritischen Rohstoffe, 30? Etwa, ja. Die sind erst letztes Jahr aktualisiert worden. Und die braucht die deutsche Industrie, um zu funktionieren. Das sind teilweise Metalle, von denen brauchen wir nur sehr wenig. Ja. Ich nehme mal ein Beispiel Skandium. Skandium ist ein seltenes Erdmetall, das auf der ganzen Welt vielleicht in einer Größenordnung von 12.000 bis 18.000 Tonnen pro Jahr produziert wird. Das ist die gesamte Weltproduktion. Aber wenn ich Skandium brauche, dann brauche ich es eben. Da habe ich keinen Ersatz. Und wenn ich da keinen Ersatz habe, muss ich sehen, wo ich es herkriege. Also, ich muss nur darauf raus, dass Sie das ist eine sehr große Logistik, die Sie da brauchen, wenn Sie das wirklich machen wollen. Ne? Ja, also wir brauchen da schon eine leistungsfähige Logistik dahinter, haben Sie völlig recht. Und gibt es irgendwas, wo man da andocken kann, oder müssen Sie praktisch dann sowas Neues erfinden? Ja, also es gibt ja schon eine existierende Logistik in dem Bereich. Das ist die London Metal Exchange, also die Londoner Metallbörse beispielsweise, die Europa traditionell immer gut mitversorgt hat. Aber die Londoner Metallbörse ist ja jetzt seit 1. Januar außerhalb der EU. Und wie das alles in Zukunft weitergeht, das weiß man auch nicht so recht. Im Moment funktioniert es ja noch. Ja. Und aber haben die tatsächlich mit Metallen gehandelt oder mit Besitzrechten? Mit Metallen. Tatsächlich mit richtigen, ja, faktischen richtig. Körper? Ja, da kann ich auch auf Termin kaufen, zum Beispiel, wenn ich sage, ich brauche nächstes Jahr 4.000 Tonnen Aluminium, dann kann ich die auf Termin kaufen. Dafür ist diese Börse da und die funktioniert auch schon seit 450 Jahren. Die haben in den letzten 450 Jahren schon andere Verwerfungen überstanden, ja, wie den Austritt Englands aus der EU. Also zwei Weltkriege, also okay, da funktioniert ja das halt. Und Sie wollen so ein bisschen da, soll das dann nur für Deutschland sein oder sehen Sie sich da auch in einem europäischen Kontext? Also wir haben eigentlich ganz Europa im Blick. Muss man halt fragen, verstehen Sie? Ja, das hat auch folgenden Grund. Die Bundesregierung hat sich in ihrer Rohstoffstrategie eigentlich an Europa angebunden. Es gibt da eine europäische Initiative, die heißt European Raw Materials Alliance. Und diese European Raw Material Alliance, die ist erst im September letzten Jahres gegründet.
Ich gehe mal davon aus, jetzt hat man gemerkt, auch im Zusammenhang mit den Erfahrungen bei Covid-19 und dass wir keine persönliche Schutzausrüstung mehr im eigenen Land machen können. Jetzt hat man gemerkt, Moment mal, wir bauen hier riesige Batteriefabriken. Wir müssen uns mal langsam darum kümmern, dass wir da auch Nachschub herkommt. Wissen Sie, aber Sie mich erinnern, wir hatten mal vor 20, 30 Jahren mal den Erich Le Schön kennengelernt, diesen Mr. Chip hier in München. Ja. Dort mal an den Anfangszeiten von CPUs und integrierten Schaltkreisen hat er immer gepredigt, wenn man heute von Chips spricht, dann ist nicht der Kartoffelchip aus der Pfalz gemeint, sondern der Computerchip. Und hat versucht, für sowas ein gewisses Bewusstsein zu entwickeln. Verstehen Sie? Darum kann ich mir vorstellen, dass was Sie jetzt interessieren, dass es genau die gleiche Situation ist. Ne? Dass sich heute keiner Mensch einen Gedanken darüber macht, dass sich sowas wie ein Fahrzeug oder ein Windradl nicht von selber baut, sondern dass man das Material braucht. Und das Material gibt es nicht beim Saturn Hansa oder beim Coop oder beim Obi, sondern da muss man dann wirklich sich umschauen und dann letztlich stößt man immer wieder auf die Chinesen. Ja, ja, oder auf die Taiwanesen. Also wenn ich mal beim Thema Chip vielleicht einhaken darf. Ja. Also wir haben ja in Bayern eine sehr leistungsfähige Firma, die das Ausgangsmaterial für die Chips herstellt. Lithium, Wacker, oder was? Ja, Wacker Chemie und Siltronic. Mhm. Es haben jetzt Taiwanesen die Mehrheit. Die Mehrheit, okay. Das muss alles noch genehmigt werden. Mhm. Das Bundeswirtschaftsministerium hat noch nicht zugestimmt. Aber wenn man bedenkt, was es in der Automobilindustrie gerade in den letzten Wochen für Lieferprobleme gab bei Chips und die Wafers, die da in Burghausen mitgebacken werden. Und ich sage jetzt Solartechnik. Photovoltaik, auch. Das darfst du nicht vergessen, gell? Auch, ja. Das ist ja praktisch das Rohmaterial für diese ganze Chip-Industrie. Und das geht jetzt auch nach China, ja? Aber nach Taiwan, also nicht Festlandschina. Mhm. Also das sind Entwicklungen, da muss man sich eigentlich in Deutschland und in Europa in Zukunft mehr Gedanken drum machen. Und das machen wir jetzt, ja. Super, großartig. Ja. Und wie gehen Sie an die Sache ran? Sie hatten doch mal Vorsicht, dieses alte amerikanische Moon-Depot da an diesem See da oben bei Nürnberg zu mieten, wo es dann das Ganze lagern könnten. Ne? Hat das funktioniert? Jetzt so ganz, oder? Ja, also wir haben mal ein Gebot abgegeben für den Kauf eines Munitionsdepots. Und da sind wir bedauerlicherweise überboten worden von einer Firma, die da einen großen Ferienpark einrichten will. Da sieht man, wo die Gewichtung in diesem Land sich bewegt. Das ist unglaublich. Also, und was gibt es jetzt für Alternativen? Na, irgendwo breiten sie einen Platz, wo man das Zeug dann da praktisch deponiert. Sprich. Ja, also grundsätzlich kann man das natürlich auch in normalen Warenhäusern machen. Nur bei den seltenen Erden, da gibt es zum Beispiel große Preisunterschiede oder auch bei den kritischen Metallen gibt es große Preisunterschiede. Wenn ich zum Beispiel Skandium angucke, da kostet ein Kilogramm reines Skandiummetall an die 10.000 US-Dollar. Das ist Kilo? Das ist Kilo. Kostet das aber gut? Naja, der Goldpreis pro Kilo liegt im Moment wohl so bei 50.000 Euro, denke ich. Ja. Also das ist schon ein Fünftel so teuer wie Gold. Ja. Und solche seltenen Erdmetalle oder auch Oxide, die müssen in einem Sicherheitslager untergebracht werden, wo sie auch versicherbar sind und gut geschützt sind. Mhm. Aber wir können billigere seltene Erden oder kritische Metalle auch in ganz normalen Lagerhäusern lagern. Und da sind wir jetzt auf der Suche nach einer geeigneten Lagermöglichkeit. Und wir wollen jetzt anfangen damit, dass wir also ein größeres Pufferlager an Metall hier in Deutschland aufbauen. Und da finden wir auch... Was jetzt wir? Ist das Ihre Aktiengesellschaft oder? Ja, also die SBI AG und auch, sagen wir, die mit uns befreundeten Unternehmen, die merken das ja auch, dass da in Zukunft Probleme entstehen könnten. Und die überlegen gemeinsam mit uns, wie wir das am besten machen. Und da gibt es auch schon erste Pläne. Also wir sind jetzt schon fast so weit, dass wir damit auch an die Öffentlichkeit gehen können dann. Eigentlich sollte jeder große Automobilhersteller mit einsteigen. Ne? Windradl und was halt alles diese seltenen Erden braucht. Ne? Weil der Nutznießer ist ja praktisch letztlich der Kunde dann von Ihnen. Ne? Ja, es gibt einen Automobilhersteller und dessen Börsenbewertung ist die teuerste der Welt.
Elon Musk. Genau, der Tesla. Tesla. Wie will denn der eigentlich machen? Will denn der das Zeug aus Amerika importieren? Oder wo will der das Zeug hernehmen, was er für seine Batterien braucht? Ja, der Elon Musk ist einer derjenigen Automobilbauer, der sehr gut verstanden hat, welche Rolle in Zukunft zum Beispiel der Metallpreis auf den Autopreis hat. Und der Elon Musk hat sich zum Beispiel schon eine Lithiummine in Nevada gekauft. Also die Firma Tesla besitzt heute eine Lithiummine in Nevada. Da hat er sich auch was ausgesucht, was bergbautechnisch nicht ganz einfach ist. Aber bleibt ja mal nichts anderes übrig. Also wenn diese Lagerstätten so selten sind, du musst entweder was weiß ich, in der Wüste, in Südamerika irgendwie das Grundwasser verpulvern oder du musst zu den Chinesen gehen. Und es ist nicht einfach, dieses Zeug. Was haben Sie mir erzählt, dass sowas eigentlich bei uns ja auch gäbe im Erzgebirge? Bloß ist es da sehr minimalistisch verteilt, das Lithium. Ja, ja, es gibt eine seltene Erdlagerstätte im Erzgebirge. Da ist der Gehalt an den Mineralen, die seltene Erden führen, vor allem Monazit, etwa 0,5%. Immerhin, aber es ist trotzdem fast nichts, gell? Ja, aber die anderen Lagerstätten, die so weltweit in Frage kommen, in Australien, Mount Weld oder in den USA, Mountain Pass, das sind Lagerstätten, da beträgt der seltene Erdanteil mindestens 10%. Ja, ja. Und das ist natürlich für den Bergmann ein Riesenunterschied, ob ich eine Tonne abbauen muss oder 20 Tonnen, um denselben seltenen Erdgehalt zu haben. Auch von der Verarbeitung her dann. Ja. Sind dann so Ihre Kupferabbaupläne eigentlich nur das Vehikel, wo Sie dann praktisch die seltenen Erden draufladen wollen? Oder ist das dann da was Eigenständiges, eigenes Projekt? Oder wie sehen Sie das? Ja, unser Interesse an Kupfer beruht auch auf der Umstellung auf Elektroautos. Hm. Weil ein Elektroauto braucht 4 bis 5-mal so viel Kupfer wie ein normaler Verbrennungsmotor. Ja, ja, klar. Und in Ländern wie China steigt auch der Kupferbedarf sehr stark, weil immer wenn irgendwo eine neue Siedlung gebaut wird, da müssen Elektrodrähte verlegt werden. Also der Kupferbedarf steigt weltweit und auch die Preise steigen weltweit. Ja. Ich habe das nur, was heißt miterlebt, kann ich nicht sagen, aber ich erinnere mich noch gut daran, wie die Chinesen vor so 20 Jahren angefangen haben, weltweit Schrott zusammenzukaufen. Können Sie sich auch daran erinnern? Und dann haben sie Lagerschiffe auf dem Yangtze-Kern rauf bis zu dem einer Drei-Schluchten-Stausee gehabt und da lagerte der ganze Schrott drauf. Ja? Stahlschrott. Stahlschrott, ja, ja. Wenn ich zum Beispiel Eisenerz auf dem Weltmarkt kaufe, da kostet die Tonne im Moment vielleicht so 150 US-Dollar. Wenn ich aber die Kollegen anschaue, die in Australien das Eisenerz aus dem Boden holen, ja, die haben Produktionskosten pro Tonne von 10 US-Dollar, vielleicht mal 15 US-Dollar. Das heißt, wenn ich im großen Stil Eisenerz brauche und muss es auf dem Weltmarkt kaufen, dann liege ich schon mal 135 bis 140 Dollar hinten gegenüber dem, der eine eigene Eisenerzmine hat und das einfach aus dem Boden holen kann. Mhm. Und das wird in Zukunft für die Automobilindustrie wichtig werden. Und ich habe immer das Gefühl, also wenn ich mir angucke, wer in den Vorständen der deutschen Automobilunternehmen sitzt, da gibt es keine Bergleute. Woher sollen die das wissen? Also irgendwie habe ich das Gefühl, die haben es noch nicht richtig verstanden. Ja, aber das geht ja nicht. Ich kann nicht von jemandem, der Autobauer ist oder Kaufmann ist, verlangen, dass die Ahnung vom Bergbau hat. Verstehen Sie das? Ja, das wird, aber da werden die umdenken müssen in Zukunft. Ist so. Diese zweite Geschichte, die Sie jetzt im Augenblick im Schwange haben, spielt da auch mit rein, weil Sie sind ja gerade dabei, sich zu überlegen, wie man eine eigene Kryptowährung machen kann. Aber nicht so ein Bitcoin, der mehr so an die Fantasie von Elon Musk gekoppelt ist oder von anderen Leuten, die halt da ihre Zugangsdaten wissen, sondern einen, der regelrecht besichert ist in einer gewissen Art und Weise. Ja. Also damit eine Handelsmöglichkeit schaffen, die jetzt auch wieder nicht unbedingt sich an irgendwelchen Wechselkursen festmacht, oder wie muss man das sehen? Ja, also wenn man schon mal den Begriff Coin nimmt, ja. Und die Leute bezeichnen sich ja auch als Coin Miners, also die tun ja so, als wären sie Bergleute, aber die holen ja nichts aus dem Boden, ja. die basteln ja nur Dateien zusammen da, mit viel Stromverbrauch. Ja. Und wir sind eigentlich diejenigen, die echte Metalle aus dem Boden holen.
Und da ist bei uns die Überlegung, also die kommt auch noch aus einer anderen Ecke, da muss ich nochmal ausholen. Also wir brauchen ja auch möglichst konfliktfreie Lieferketten, weil wir wollen nicht, dass da Kinderarbeit irgendwo betrieben wird. Oder wir wollen auch nicht, dass da Zwangsarbeit betrieben wird oder Sklavenarbeit irgendwo. Und deshalb müssen wir sehr gut verfolgen, wo kommen eigentlich die Metalle her, die wir jetzt einkaufen und nach Europa bringen zum Beispiel. Und da gibt es die Möglichkeit, über Blockchain-basierte Smart Contracts, die von der Quelle bis zum Verbraucher eine bestimmte Metallmenge zu verfolgen. Und wenn ich schon mal mit Blockchain anfange, meine Metallvorräte zu verfolgen, dann ist die Überlegung, naja, dann kann ich sie auch über eine Kryptowährung handelbar machen zum Beispiel. Ist ein Thema für die Zukunft, aber wir glauben schon, dass das unter Umständen auf Interesse stoßen würde, wenn ich nicht, wie beispielsweise beim Bitcoin, ja eigentlich keinen physischen Wert dahinter habe. Das ist ja nur eine elektronische Datei, die ich mir da kaufe. Und wir könnten eben solche Coins kombinieren mit echten Metallwerten, die dahinter stehen. Und da arbeiten wir auch dran, ja. Hochinteressant. Und was für einen Zeitkorridor muss man sich da vorstellen? Es ist immer das Interessante. Ich frage das deshalb, weil der Herr Kumrow, der Abend, der hat in Australien einen riesengroßen Berg Kupfererz rumflackern. Der wurde da schon mal abgebaut und der müsste eigentlich nur zu einem verarbeitenden Betrieb transportiert werden. Aber Sie kennen nicht hin und Sie haben da unten auch niemanden, der die Transportgeschichte ins Laufen bringt. Also Sie müssen praktisch jetzt warten, bis Sie Ihre Corona-Impfung bekommen, oder? Ja. Jetzt erzähle ich da zu viel aus Ihrem Privatleben. Nein, das ist kein Geheimnis. Ich bin in der Risikogruppe 2 eingestuft. Und ich denke, ich bin jetzt hoffentlich bald dran. Ja. Ich würde mich auch mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen, denke ich. Ich hätte da keine Bedenken. Okay. Also vielleicht geht es jetzt doch irgendwann ein bisschen schneller wie bisher. Also der Zeitkorridor. Und wenn ich dann mein Impfpass habe, dann kann ich vielleicht auch mal wieder nach Australien oder nach Kanada. Das wäre schon wichtig, dass ich wieder reisen könnte, ja. Also ein Geschäft hängt natürlich schon an Personen, gell? Also man denkt immer in Konzernen oder was weiß ich jetzt, ja. Märkten oder so, aber nach wie vor sind es Leute, die die Geschäfte machen, die Dinge in Bewegung bringen. Ja, zum Glück haben wir unsere Leute vor Ort. Ja. Aber es ist bei manchen Sachen schon ein Unterschied, ob der Chef mit da ist oder nicht. Aber viele kenne ich ja auch schon aus der Vergangenheit und da kann man dann auch leichter am Telefon oder mit Videokonferenz was machen. Wenn man seine Kontakte schon mal hat, ist es viel einfacher, die weiter zu pflegen, ja, klar, als wenn man sie erstmalig neu knüpfen muss. Man muss irgendwann mal dem Geschäftspartner eine dritte Dimension gegeben haben, also Bildschirm fern, direkt, echt, schauen, ob man sich riechen kann. Genau, man muss sich mal in die Augen gucken. Und nicht was auf dem Bildschirm. Genau. Es ist so spannend, was Sie tun, echt, ohne Schmarrn. Ich finde das echt spannend. Ja, vielleicht darf ich da von mir aus auch noch einen Vorschlag machen, ja, was ich sehr spannend finde. Ja. Also, wir haben ja weltweit das Problem, dass wir diesen Klimawandel haben, dass sich CO2 vor allem in der Atmosphäre anreichert. Und wir haben uns jetzt schon viele Jahre bemüht, über das Kyoto-Protokoll den Ausstoß von CO2 zu reduzieren, damit eben die Klimaerwärmung nicht zu stark aus dem Ruder läuft. Und da haben doch einige das Gefühl, dass das mit der Reduzierung alleine nicht getan ist, sondern dass man auch CO2 wieder im großen Stil aus der Atmosphäre rausholen müsste. Und da hat ja der Elon Musk, der jetzt auch Bergmann wird, indem er sich Metallminen kauft, Elon Musk hat ja da einen Preis ausgeschrieben, der ist in Deutschland, glaube ich, noch nicht so bekannt, aber Elon Musk hat 100 Millionen US-Dollar ausgelobt, einen Preis, für Vorschläge, realistische Vorschläge, wie man CO2 aus der Atmosphäre entnehmen kann und dauerhaft binden kann. Also wie man praktisch den zweiten Alpenhauptkamm den vierten aufwerfen würde, so ein neues Kalkgebirge und da praktisch dieses überflüssige CO2 aus der Atmosphäre als Carbonat, als Kalkstein reinpackt. Im Carbonat ist sehr viel CO2 gebunden. Wahnsinnig viel. Das ist richtig, ja, genau.
Aber im Bergbau zum Beispiel fallen viele Oxide an. Ich nehme mal als Beispiel Magnesiumoxid oder Aluminiumoxid. Ja. Und wenn ich dazu CO2 dazugebe, dann reagiert das selbstständig und das CO2 wird gebunden. Okay. Also wir haben jetzt Magnesiumcarbonat oder Calciumcarbonat. Wie die Reaktion dann genau abläuft und ob da Wasser noch mit dabei ist, das weiß ich nicht. Ja, aber nur als Transportmittel für die Ionen. Ja, dahinter wird es wieder Feststoff. Also das wollen Sie dann praktisch in Ihre leeren Stollen und Gänge einlagern? Ja, also wir im Bergbau, wir bewegen ja weltweit gesehen jedes Jahr Milliarden Tonnen. Ja. Und der Elon Musk, der will das auch sehen, dass Milliarden Tonnen CO2 gebunden werden. Also die Jury soll den Preis nur an einen vergeben, der realistisch erläutern kann, dass da Milliarden Tonnen CO2 gebunden werden. Okay. Und das geht zum Beispiel allein durch das Pflanzen von Bäumen nicht so einfach. Und ich glaube, dass wir im Bergbau gute Möglichkeiten hätten, dass wir Milliarden Tonnen an CO2 wieder aus der Atmosphäre entnehmen und dauerhaft im Gestein binden. Ich glaube, das geht. Das können wir in unsere Verarbeitungsprozesse einbauen. Und finde ich spannend und da möchte ich auch mithelfen. Mhm. Und ich habe auch unser Team angemeldet. Vielleicht gewinnen wir ja den Preis. Toll, ich werde Sie den gewinnen. Ich bedanke mich für die neuen Einblicke, Ausblicke. Damen und Herren, das war jetzt alles ein bisschen chemisch, muss ich offen zugeben, und alles nach vorne gewandt. Aber man muss auch manchmal nach vorne schauen, damit man dann in der Zukunft eine Vergangenheit hat oder eine weitere Zukunft. Ich hoffe, dass das alles klappt. Vielen Dank, also wir werden uns Mühe geben. Schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott.